Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute kommt eine reine Spaßeinheit. Ich bin am Ende meiner langen Trainingsphase, wo ich zweimal die Woche trainieren musste, nur wegen euch. Diese Videos werden jetzt alle kommen, von der Trainingsplangestaltung und Umstellung bis hin zum Training. Könnt ihr euch also bald anschauen. Aber heute geht es darum, dass wir mal einfach Spaßeinheit machen. Und für mich ist das mal knallhart, die Schultern zu trainieren. Also mal ein reines Trainingsvideo aus dem Gym wieder, wo wir ein wenig über das Training sprechen werden und ein paar Tipps folgen werden. Der ganz anderen Art. Ich wärme mich in der Zwischenzeit schon mal auf. Ich nutze wie immer die Trainingsvideos, um euch vor allem auch mal wieder so ein bisschen durch die Highlight-Videos des Kanals zu führen. Das heißt, es wird einige Querverweise geben, so viel man eben hier machen kann. Das Blöde ist immer, dann schaltet ihr ja eigentlich weg, aber merkt es euch einfach, geht nochmal zurück im Video, später, wenn ihr es zu Ende gesehen habt und guckt euch die entsprechenden Tipps an, wenn ihr sie überhaupt noch braucht und das bisher nicht verfolgt habt. So zum Beispiel zum Aufwärmen. Ich habe jetzt meine Aufwärmroutine mal nicht gezeigt, weil die irgendwie in jedem Trainingsvideo drin ist. Aber wenn ihr diese sehen wollt, und die ist ganz wichtig, nicht etwa für so Strebergründe, oh, Verletzung vorbeugen. Ich weiß, die meisten halten sich für unverwüstlich da draußen, besonders wenn man unter 30 Jahre alt ist. Nein, hier geht es darum, dass ihr mit maximalem Pump startet, richtig gutem Muskelgefühl und die Gains in die Decke gehen können. Also ganz wichtig, um die Schultern so richtig zum Wachsen zu bringen, startet, nennen wir es mal nicht mit Aufwärmen, startet mit einem Hammer-Pump ins Training, in den ersten Satz. Und dann habt ihr ein saugutes Muskelgefühl. Schaut euch mal die entsprechenden Videos an. Aufwärmroutinen gibt es zu allen Muskelgruppen. Und da geht es eben genau darum, dass ihr jeden Satz effizient nutzt und das Maximale rausholt. Maximales rausholen, holt euch den maximalen Rabatt im Moment. Black Friday, mittlerweile ja nicht nur noch ein Freitag, sondern irgendwie eine ganze Woche habe ich mitbekommen. Aber auch bei Wider. Also im Wider-Shop shoppen und diesmal bekommt ihr unter dem Code GOTTI 40%. Gut, ich muss zugeben, wenn ihr auf die Seite geht, werdet ihr schnell merken, das kriegt man überall. Also egal ob Code GOTTI oder ohne Code GOTTI, ihr bekommt 40%. Das ist fast die Hälfte, die ihr sparen könnt. Schaut mal vorbei und holt euch jetzt ein paar originale Wider-Subs. Und wie ihr wisst, wenn ihr gut aufgepasst habt, ich starte äußerst selten beim Schultertraining mit Schulterdrücken. Ich habe sogar so manches Mal mich dagegen ausgesprochen, weil letzten Endes der vordere Delta am meisten in Mitleidenschaft gezogen wird. Und dieser wird bereits beim Brusttraining zu 100% ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Für mich persönlich gibt es kaum Relevanz dafür. Also alles auf den mittleren Delta. Jetzt habe ich aufgrund von vielen anderen Faktoren schon länger mein Training, seit 2-3 Wochen, ein wenig lockerer angehen müssen. Also kann ich jetzt mal eine Schultereinheit machen, habe 3 Tage davor nicht trainiert und werde auch morgen wieder frei haben und denke mir deswegen die Spaßeinheit Schultern. Und da mache ich Schulterdrücken gerne rein. Am liebsten mit Kurzhanteln, gerne aber auch an der Multipresse. Deswegen gibt es jetzt erstmal brachiale Gewichte für mich beim Kurzhanteldrücken. Auch da tasten wir uns ran. Ich habe jetzt 4 Aufwärmsätze hinter mir. Gehe jetzt langsam ans Hauptgewicht und wir sehen uns dann wieder, wenn ich dieses erreicht habe. So, ich habe gerade schon gemerkt, nach einer gewissen Abstinenz ist das Gewicht nicht mehr das alte. Aber wisst ihr was, darin steckt eine große Motivation für mich. Jetzt mag der eine denken, wie kann das motivierend sein, wenn man auf einmal so viel weniger Gewicht nimmt. Ja, nach ein paar Monaten, ich muss sagen, seit dem Iron Summit war Krafttraining schwer und nicht mehr unbedingt eine Priorität. Und ich habe so richtig Bock, mich nächstes Jahr mal wieder ein bisschen mehr aufzupolieren. Aber jetzt kommt man so langsam rein. Und mich hat es schon immer motiviert eher, wenn ich weiß, ich komme dahin schnell wieder zurück, kann wöchentlich steigern, aber muss jetzt eben mal 5, 6, 7 Kilo weniger nehmen. Denn jetzt kann ich mich wieder steigern. Sonst komme ich ziemlich schnell an ein Limit und das schon seit 10 Jahren. Und da ist nichts mehr zu holen. Deswegen in Intervallen Ziele setzen. Eine richtig gute Sache. So, vorher mal einmal die Schultern richtig anspannen. Keine Sorge, dadurch werdet ihr nicht unbedingt weniger Wiederholungen machen. Aber ihr habt die Körperspannung. Ich habe hier gerade ein Buch entdeckt, das hier ausliegt. Keine Sorge, ist jetzt keine Werbeempfehlung. Das Eiweißwunder. Ich muss ja sagen, sowas interessiert dann sofort. Ich mag es immer wieder, in sowas zu lesen. Vor allem so Basics. Viele von euch fragen ja auch immer wieder nach Büchern, die man überhaupt noch empfehlen kann. Ja, Bücher
sind ein bisschen unpopulär geworden. Sowas schleppt man sicherlich nicht mit ins Studio, aber dafür habe ich gleich noch einen Tipp. Einen richtig guten Tipp, der auch Spaß macht und den ich seit Jahren dafür benutze. Aber ist jetzt keine Empfehlung, aber ich bin mal gespannt. Ich schaue mal rein. So, es geht weiter. Bodybuilden und Geistbilden ist toll. Nur, ich möchte nicht unbedingt dabei in einem Buch lesen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr beim Training macht. Die meisten von euch wahrscheinlich Musik hören. Kann ich auch mal eine Abstimmung machen. Aber gibt es auch Leute, die auf dem Handy Netflix gucken oder so etwas? YouTube-Videos? Ja, komm, einige von euch schauen doch sicherlich beim Training YouTube-Videos. Fitness-YouTuber-Videos. Was macht ihr beim Training? Oder genießt ihr die Ruhe? Wer errät, was ich für ein Kandidat bin? Ja, Videos drehen. Oh, Wunder, warum? Wer sich jetzt denkt, aber der ist ja gar nicht bis ganz nach oben gegangen. Ja, in der Teilwiederholung liegt das Geheimnis. Wenn ihr ungefähr von da an durchstreckt, ist hauptsächlich noch der Trizeps dabei. Denn, wenn wir nur auf den Oberarm schauen, dieses kleine Stückchen macht nicht mehr viel Schulter aus. Ganz im Gegenteil, oft ist sogar der Nacken im oberen Teil mehr mit dabei. Deswegen, wenn ihr Bodybuilder seht, die sogar nur den hier machen, es ist nicht weniger intensiv. Nein, für die Schulter ist es teilweise intensiver. Denn der Trapez, der Nacken, wird außen vor gelassen und der Trizeps möglichst auch. Das bedeutet, findet eure Range. Wenn es euch wirklich für die Schulter besser geht, wenn ihr von ganz runter bis ganz nach oben geht, tut es. Aber ich empfehle mal, guckt mal, wie euch oder euren Schultern es ergeht, wenn ihr mal wirklich bis kurz unter 90 Grad geht, bis hierhin hoch, langsam wieder runter. Natürlich nicht schnell das Ganze, sondern wirklich mal bewegen, auch mit dem entsprechenden Gewicht, nicht unbedingt unter 6 bis 8 Wiederholungen gehen. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare dazu. Findet eure Range of Motion, denn die Range of Motion ist nicht die von jedermanns Motion. Jeder hat eine andere Motion. Ach ja. Nur 12,5 Kilo. Und meine Schultern sind trotzdem am Ende. Da dachte ich, ich jag jetzt noch einen Satz mit 20, 25 Wiederholungen hinterher. Nix da. Auf zur nächsten Übung. Jetzt kommt Seitheben. Jetzt geht's so richtig dem mittleren Delta an den Kragen. In letzter Zeit musste ich sehr viel von verschiedenen Hotels aus trainieren. Und da hatte ich meistens nur Kurzhanteln, sogar nur bis zu einem bestimmten Gewicht. Und deswegen habe ich Seitheben immer in Kurzhanteln gemacht. Ist auch weiterhin mein absoluter Favorit, weil man hier am besten abfälschen kann und Seitheben einer der Übungen ist für den mittleren Delta besonders. Gerade weil es für den mittleren Delta ist, sagen wir mal so lieber, weil Seitheben ist immer für den mittleren Delta. Weil gerade Seitheben für den mittleren Delta ist eben eine der Übungen, die fast nur Sinn machen mit Abfälschen. Wenn man sie ganz straight macht, ja, kann man mal mit Auspowern oder so. Aber eigentlich ist das eine Übung, die genau dafür da ist, zum Abfälschen. Denn umso korrekter man sie macht, desto weniger kann man den mittleren Delta wirklich auspowern und ausreizen. Ihr werdet das mal feststellen, wenn ihr beide Arten versucht durchzumachen. Fast jeder sagt mir genau das Gleiche, der eine gewisse Erfahrung hat. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was eure Erfahrung mit Seitheben ist. Ganz straight, ganz gerade und korrekt wieder runter. Und wenn ihr das nicht mehr hinbekommt, aufhören. Oder mit Abfälschen. Abfälschen bedeutet korrektes Abfälschen. Wer nicht weiß, was korrektes Abfälschen ist,
direkt das Video anschauen. So, das muss runter. Es gab mal eine Anmerkung zu der Griffvariation, wenn man nur das an dieser Kugel greift. Da würden ja die Hände abrutschen. Tun Sie nicht, denn dafür ist diese Kugel da. Außer ihr habt da natürlich keine dran. Aber damit kann man richtig gut festhalten und braucht nichts anderes. Ich werde jetzt trotzdem erstmal versuchen, mit dem Griff reinzukommen. Wenn sich das nicht gut abfühlt, nehme ich nur die Kugel und kann dadurch automatisch mehr in so eine seitliche Haltung reingehen. Das heißt wirklich so ein bisschen in die Pronation. Werde da reingezwungen. So, Griff gefunden. Und ich muss sagen, was ich ja lieber mag, ist, immer in eine Richtung zu gucken. Aber wir wollen jetzt hier mal nicht den Extremisten raushängen lassen. Das heißt, da das auch noch vorbereiten. Jetzt werde ich mich einfach rumdrehen dafür. So, wir fangen mit der schwächeren Seite an, wie immer. Und versuchen es mal mit einem relativ hohen Gewicht, wie immer. Und dann gehen wir danach eh runter. Relativ hoch ist gut, das ist viel zu hoch. So, ihr seht, es geht automatisch in Teilwiederholung über, wo ihr einfach nur noch hier hinzieht. Das heißt, es gibt kein gerade nach oben mehr. Aber genau das sind all die Abfälschprinzipien. Ich bin mit dem Körper ein bisschen mitgegangen, oben gut fangen. Ihr wollt nicht irgendwo so landen. Da hat der mittlere Delta nichts mehr mit zu tun. Aber dann fließend übergehen in Teilwiederholungen, Schwung holen und so weiter. Ist eine Kunstform für sich. Dafür braucht man viel Fokus. So, auch noch für den mittleren Delta kommt jetzt ein bisschen Aufwärtsrudern. Eine Übung, die so ein bisschen aus der Popularität raus ist. Aber wenn man die vernünftig macht, gefährdet man sich auch nicht so damit. Kann nämlich viel passieren. Bei mir vor allem die Handgelenke. Wenn ihr eine Übung macht, wo ihr relativ viel Gewicht bewegt, weil beim Seitheben, klar, da habt ihr nur kleine Gewichte, aber hier packt ihr wieder mit beiden Armen an, der Bizeps ist involviert, der Nacken ist ein bisschen involviert, da geht wieder mehr Gewicht. Aber wenn ihr dann in dieser Haltung kommt und irgendwie Aufwärtsruder macht mit diesem abgeknickten Handgelenk, nee, muss nicht sein. Deswegen versucht mal, das Handgelenk wirklich starr zu halten, als wäre hier kein Gelenk, als wäre das eine Stange, unbeweglich. Und wenn ihr das so macht und wirklich euch nur auf die Schultern konzentriert, dann gibt es mir was. Ich mache es tendenziell auch als letzte Übung. Bei der ersten hättet ihr noch mehr Kraft, bei der letzten weniger und dann gerne auch in Dropsets, dann ermüdet ihr einfach schneller. Aber gibt noch mal einen kleinen Kick.
Und hier noch ein ganz besonderer Tipp, wenn ihr wieder reinkommen müsst ins Training, weil ihr vorher krank wart, weil ihr länger eine Unterbrechung hattet, dann fangt erstmal so an, dass ihr euren Muskelkater abtrainiert. Das bedeutet, wenn ihr nur ein paar Liegestütze macht, würdet ihr wahrscheinlich Brustmuskelkater bekommen. Da macht es gar keinen Sinn, 9 schwere, harte Sätze mit umgekehrter Pyramide zu machen, alles zu tracken und so weiter. Reagiert euch erstmal ab, schockt den Muskel, der sowieso geschockt wird, trainiert euch ein. Das heißt nicht, dass ihr Larifari machen müsst, aber so, dass ihr den Muskelkater bekommt, nicht 2 Wochen platt bleibt und dann geht's weiter und ihr steigert euch rein. Und dann mit Highspeed. Macht Sinn. Wer noch mehr sehen möchte zu Wie fange ich wieder an? Direkt dieses Video anschauen. Und jetzt kommt noch der ganz besondere Tipp. So, ich bin gespannt auf eure Kommentare und ob ihr erraten habt, was ich für ein Typ bin. Musik hören, Buch lesen, sicherlich nicht während des Trainings. Oder ob ich eher so der stille Kandidat bin. Und ja, es ist so, ich bin der stille Kandidat. Ich mag es, mich zu fokussieren. Deswegen bin ich auch meistens zu Zeiten da, wo niemand anderes im Gym ist und mag es einfach für mich, die Zeit zu haben. Vor allem, weil das eine sehr kreative Zeit ist für mich auch. Und dann mache ich lieber ein paar Voice Notes für neue Ideen, Konzepte oder sonst irgendetwas und dazwischen wird richtig hart trainiert. Aber was ich wahnsinnig gerne kombiniere mit dem Training ist, dass ich nicht nur meinen Körper trainiere, sondern auch meinen Geist. Und da habe ich eine richtig tolle Sache für euch, denn ich wurde überraschend angeschrieben von einer App, die ich schon seit Jahren benutze. Und zwar Blinkist. Wem das nicht sagt, ihr könnt mit Blinkist ganze Bücher in einer kurzen Form, in sogenannten Blinks unterteilt, euch zu Gemüte führen. Das bedeutet, ein Buch, das ihr sonst in vielen Stunden lesen müsstet, habt ihr da in 15 Minuten als Hörbuch. Da wird es ganz elementar zusammengefasst und ihr kriegt das Wichtigste aus diesem Buch mit. Das bedeutet nicht, dass Bücher damit zu reduzieren sind, aber ihr könnt es als 2 Arten benutzen. Entweder inspiriert es euch, ihr habt schon mal reingeschnuppert, das Wichtigste mitgenommen und ihr wollt das ganze Buch lesen, passiert mir auch öfters, oder hören. Oder ihr wisst zumindest, was darin das Wichtigste ist, die Kernbotschaften sind und könnt wahnsinnig viele Bücher konsumieren, indem ihr einfach nur diese Blinks hört. Und das könnt ihr super mit dem Training kombinieren. So zum Beispiel, wenn ihr beim Aufwärmen seid, könnt ihr euch einfach vornehmen, ihr wärmt euch so lange auf, bis ihr ein Buch durchgehört habt. Ja, wie gesagt, das sind meistens so 15 Minuten, manche gehen 17, 18, aber wärmt euch genau so lange auf oder macht einen Cooldown. Für diejenigen, die auch ein bisschen fitter sein wollen oder abnehmen wollen, nach dem Training einfach nochmal ein Blinkist lang das ganze Cardio-Training machen oder 2 lang. Es ist so ein schönes Gefühl, wenn ihr aus dem Studio rauskommt, etwas gelernt habt und euren Körper maximal gefordert habt und auch noch Muskeln aufbauen werdet. Für mich das vollkommene Gefühl dabei. Und viele von euch fragen mich ja immer wieder, ob ich nicht irgendwelche Buchempfehlungen für euch habe. Und jetzt zeige ich euch mal so ein bisschen, was bei mir bei Blinkist drin ist. Dazu schauen wir mal in die App. Jetzt kriegt ihr einen persönlichen Einblick, was ich so alles höre. Da sind wir drin. Hier könnt ihr natürlich mal schauen unter ein paar Suchbegriffen. Was wir jetzt mal gemeinsam machen können, wir tippen mal den Suchbegriff Sport ein. Und da seht ihr schon, da kommen, ja gut, Mentaltraining, Zirkeltraining, beweg dich und dein Gehirn sagt Danke, genial, vital, Lob des Fußballs und auch viele Tipps zum Abnehmen. Könnt ihr auf mehr tippen, Ernährungstipps, Fettlogik und so weiter. Das heißt, hier habt ihr eine ganze Menge Möglichkeiten, wie ihr euch nur in 15 Minuten bilden könnt und ganze Bücher da drin habt. Das ist schon eine andere Sache, als YouTube-Videos zu konsumieren in den meisten Fällen. Und wenn ihr mal so ganz ausrasten wollt, dann nehmt ihr euch gerne auch Titel, die vor allem, ihr seht, hier habe ich die Amino-Revolution. Kann ich nur empfehlen, schaut es euch mal an. Aber ich habe hier vor allem auch Dinge, die tatsächlich den Geist bilden. Alles im Kopf behalten, die Macht der Rhetorik, besser miteinander reden. Das alles gibt ganz andere Impulse, die man sich dann einfach ganz kurz zu Gemüte führen kann. Und, wie gesagt, gibt ein richtig gutes Gefühl dabei.
Außerdem auch eine schöne Funktion, jetzt gibt es die sogenannten Blinkist Spaces. Da könnt ihr all eure Titel, die ihr empfehlt, reinstellen, mit anderen teilen, Freunde, Familie, wen auch immer. Und die können sich das Ganze sogar zu Gemüte führen, ohne ein Premium-Abo. Aber ihr wisst, ich bin ein Freund der Statistiken, vor allem als Bodybuilder. Ich tracke gerne, ich habe ganz gerne einen Überblick über Wiederholungen und über meine Progression. Und was ich hier ganz besonders toll finde als persönliche Motivation, wenn ihr euch mal vorstellt, ihr würdet das genauso machen. Ihr würdet 3 bis 4 Blinkists, also bei 3 bis 4 Trainingseinheiten, pro Woche hören. Dann habt ihr 3 bis 4 Bücher pro Woche gelesen und den Inhalt kennt ihr davon. Vielleicht sogar das Doppelte, wenn ihr das beim Warm-up macht oder nochmal dazwischen oder am Ende. Dann habt ihr sogar 6 bis 8 Bücher gelesen. Das macht eine ganze Menge aus. Jetzt rechnet das mal hoch. Das wären dann also pro Woche, sagen wir mal so um die 4. Das bedeutet, da hättet ihr 16 pro Monat. Und das wiederum bedeutet, dass ihr sage und schreibe 192 Bücher gelesen habt im Jahr. Das ist richtig krass und dann habt ihr eine ganze Menge Durchblick, was es da draußen so gibt. Und wer weiß, ob ihr nicht in eurer Freizeit dann ein bisschen mehr hört. Was ihr auch machen könnt, ist auf der Fahrt zum Training oder nach dem Training. Es muss ja gar nicht während des Trainings sein. Und deswegen bin ich ganz glücklich, euch jetzt ein Angebot machen zu können, das ich damals nicht hatte, als ich das gemacht habe. Und zwar gibt es jetzt 85% auf das Premium-Abo. Ja, 85% für ein Jahresabo, nur für begrenzte Zeit. Und ihr habt sowieso noch eine 7 Tage Probezeit davor. Notfalls kündigt ihr es einfach wieder, hört euch ein paar Titel an und guckt mal, ob das eine Routine für euch ist. Einfach nur den Link unten in der Infobox folgen, den seht ihr direkt unter dem Video und da bekommt ihr dann euer 7 Tage Probe-Abo. Checkt es einfach mal aus, notfalls einfach wieder kündigen, ansonsten 85% auf ein Jahr, auch nicht schlecht. Ist wesentlich günstiger noch als ein Fitnessstudio. Probiert es mal aus, ich finde es ganz toll, dass Blinkist auf mich zugekommen ist. Das spricht auch dafür, was ihr für eine Community seid, denn hier sind eben nicht nur die Hardcore-Pump-Interessierten. So, das war das Schultertraining. Ihr findet noch eine ganze Menge andere Schultertrainings auf diesem Kanal und eine ganze Menge andere Trainings generell. Brust, Bizeps, Rücken, Beine, alles ist da. Schaut euch mal die verschiedenen Trainings an und trainiert es ganz gerne einfach nach. Und was ich auch immer wieder mache bei den Trainingsvideos, ich verweise auf andere Videos oder gebe kleine Tipps. Insofern, wenn euch diese Videos gefallen, lasst mir einen Daumen da und verlangt nach mehr. Und wem die ganzen Trainings nicht gefallen, der kann sich jetzt ganz gerne mal einfach nur ein Top 5 Video anschauen, wo eine gewisse Zusammenfassung gemacht wird. Die sind auch immer ganz spannend, aber sonst schaut euch ganz gerne auch immer wieder die vollen Videos an. Ansonsten freue ich mich natürlich über jeden einzelnen Kommentar. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und schaut euch die ganzen anderen Videos auch mal an. Jetzt zurückspulen und die Verweise ansehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.